Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Die Sims 4 mit unserer super chaotischen WG. Alle sind am Schlafen, nur die jugendliche Clique ist hier noch wach. Und wir machen natürlich unsere Lautstärke ganz hoch und feiern hier richtig. Ich soll vielleicht noch mal kurz runter und die füttern. Wir haben unsere Musik auf volle Pull. Ich wollte gar keinen Screenshot machen. Warte, du kannst eben drunter gehen und die füttern. Nächstes Lied. Warte, 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 warte. Es fehlt noch ein Bild mit, ein Foto machen mit Laura müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das ist, glaube ich. Und dann müssen wir auch noch ein Foto machen mit Fabian. Und ein Foto machen mit Vanessa. Wir haben irgendwie zwei Bilder mit. Das ist sogar schlecht. Ich glaube, das entferne ich mal, auch wenn das super süß ist. Aber das halt schlecht fotografiert ist, möchte ich das hier eigentlich nicht haben. Das ist normal, das ist auch schlecht. Aber das ist so. Obwohl, das ist ein süßes Selfie. Wie viel kostet. Hey, wie wäre das Fotografieren nicht möglich? Dann lass doch mal kurz das Dart spielen und mach das Foto. So, jetzt funktioniert das Fotografieren. So, wir machen natürlich ein mega cooles Foto. So. Normal, normal, normal. Alle sind normal. Wir machen natürlich jetzt auch noch eins mit Fabian. Perfekt. So, fertig. Schöne viele Fotos gemacht. Und war das denn in Ordnung? Das war auch normal. Das war schlecht. Das kommt weg. Warte, hatten das Bild selbstsichere Atmosphäre? Ja, okay. Das war natürlich schlecht. Und das ganz unten ist natürlich auch schlecht. Jetzt brauche ich. Und hier habe ich eins. Jetzt brauche ich noch eins. Hast du vielleicht auch irgendwo eins, wo selbstsichere Atmosphäre ist? Wirklich so. Dann nehmen wir halt irgendeins. So. So, perfekt. Den Rest können wir verkaufen. Die brauchen wir eh nicht. Die Musik doch ein bisschen leiser. Wir hatten sie ja ziemlich laut. Oh, der Papa ist wach. Ach gut, er füttert gerade die beiden Pflanzen. Das ist supi.
Und dann werden wir natürlich auch erstmal was frühstücken. Verdorbenes Essen erstmal aussortieren. Oh, wir haben die maximale Fähigkeit. Diese Musik. Axel hat alle erdenklichen Sorten gezüchtet und gekreuzt und schließlich seinen Traum verwirklicht, ein freiberuflicher Botaniker zu werden. Verdientes Merkmal Naturforscher. Axel ist feuerfest und kann umgehend Feuer löschen. Das ist natürlich richtig cool. Das haben wir jetzt geschafft. Wir können jetzt halt noch andere nehmen. Zum Beispiel Outdoor-Fan. 10 nicht bestimmte Pflanzen ernten, 5 Fische in Granite Falls fangen. Da müssten wir halt viel in den Urlaub fahren. Wir können aber auch einfach zum Beispiel uns mit den Kochen zum Beispiel. Aber da müssen wir in der Gastronomiekarriere natürlich arbeiten. Das ist doof. Geld verdienen wird natürlich auch eine Möglichkeit sein. 15 Kunstwerke besitzen, ein Haus im Wert von, das ist auch doof. Wissen, 3 Bücher zu Ende lesen, erwachsen werden, das, in 6 Fähigkeiten Level 8 erreicht, das, ja, Renaissance-Sim, wieso nicht? Wieso nicht? Da haben wir jetzt auch schon Level 3 der Logikfähigkeit gemacht und wir müssten halt jetzt 3 Bücher lesen. Irgendeine Fähigkeit oder irgendein Bestreben ist natürlich sinnvoll zu haben. So. Das ist ja super cool. So, ihr kümmert euch schon irgendwie um euch selbst. Das ist ja perfekt. Ach ja, wir wollen eigentlich Computerfreak werden. Warum haben wir eigentlich noch gar keinen Computer? Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte da und einen coolen Computer haben. Wir können... Ja. Oder ein Slablet. Oder das. Oder den. Die sind natürlich auch cool. Steinzeit und so. Der ist natürlich richtig cool. Ich glaube, du kriegst erstmal den. Ich glaube, ich werde die Lampe erstmal durch eine andere Lampe ersetzen, die vielleicht... Das sieht auch cool aus. Vielleicht sind das so eine Wandlampe eigentlich. So eine kleine da an der Wand. Reicht ja. Hauptsache da so ein bisschen Licht in der Ecke. Dann können wir uns nämlich auch ein wenig... Ah ja, okay, wir hätten noch den Computer draußen benutzen können. Egal, wir haben jetzt halt einen... Verdammt. Wir können eigentlich auch den Computer draußen benutzen. Egal. kann ich jetzt vielleicht mal auf die Toilette gehen, Leute? Oh, unsere liebe Melody ist wach und sitzt hier einfach draußen im Garten. Das ist, also, hier hinten irgendwo. Ich werf das mal weg, hier so ein bisschen Ordnung machen. Und dann nehme ich halt ein schönes Bad. Und dann kann ich eigentlich noch Sammlung analysieren und... Die Sammlung analysieren und dann halt allgemein ein bisschen Analyse üben, dass das halt gut funktioniert. Wir müssen zwar erst in 24 Stunden zur Arbeit, aber ist okay. So, du musst richtig was mal für deinen Job tun. Wir haben jetzt aber eigentlich richtig viel Zeit gehabt, deswegen werden wir nämlich weiter reden üben. So, Futter kurz auf. Wir werden weiter reden üben, wenn dann mal vielleicht kurz unter die Dusche springen. Und, ja. Auf die Toilette gehen. Und, Charisma-Fähigkeit und Logikfähigkeit. Logikfähigkeit kriegen wir doch, kann man das nicht hier irgendwie machen? Oh, wir können Tuning-Teile kaufen. Das ist cool. Hier kriegen wir Logikfähigkeit. Haben wir nicht irgendwo was, wo wir Logikfähigkeit trainieren können? Ich muss mal nochmal schauen. Ich lasse ihn das jetzt auf jeden Fall erstmal zu Ende machen. Achso, ich schmeiß.
Soll ich das? Hey, wir hatten so ein... so unsere Probleme miteinander, aber vielleicht können wir ja Freunde werden. Wie wär's mit deinem Frühstück in Chilam? Hey, du bist doch hier zu Besuch gerade. Ah, nee, das ist Marie. Okay, ich mag dich nicht. Geht mal raus, Leute. Und jetzt alle raus. Das ist cool. Ich werde, glaube ich, jetzt auch die Versammlung einfach mal beenden. Da gehen sie natürlich jetzt alle nach Hause. Oh! Entschuldigung, ich konnte so schnell überhaupt nicht reagieren. Oh, Lisa. Ach ja, so. Warum will... Nee, geh schlafen. Wir werden das verdorbene Essen aussortieren. So, du hast das jetzt erstmal genug gemacht. Wir müssen deine Logikfähigkeit höher kriegen. Ich glaube, dass man das wirklich irgendwie... Ja, wir könnten lesen, oder? Durch Lesen wird das doch bestimmt... Obwohl, das ist dann Angelfähigkeit. Haben wir nicht Bücher über Logik? Mixen? Der kleinen Lore, Kräuterkunde? Das können wir uns noch durchlesen. Und... haben wir echt keine Charisma? Nee, wir haben keine. Dann will ich natürlich welche über Logik kaufen. Backen. Oh, wir können auch Backen lernen, aber boah, ist das teuer. 2500 für ein Buch. Comedy, Fitness, Geige, Geschicklichkeit, Gourmetküche, Gärtnern, Klavier, Kochen, Kräuterkunde. Logik. Da kaufen wir erstmal die beiden Bücher. Und dann können wir nämlich noch das... Ach, das haben wir jetzt im Inventar, ne? Logikband 1 und Logikband 2 lesen. Ah, wir haben schon wieder was. Du bist jetzt am Analyse üben, oder? Ja, gut. Dann entdeckt sie natürlich viele neue Sachen. Aber Hauptsache, diese Analyse klappt halt gut. Das müsste auch Logikfähigkeit sein, oder? Ja, wir müssen, glaube ich, unsere Logikfähigkeit ein bisschen höher kriegen. Das ist Logikfähigkeit. Warum lese ich Bücher, wenn ich einfach da draußen Analyse üben kann? Gut, wenn er da keinen Bock mehr drauf hat, können wir einfach Analyse üben. Bis dahin hält das Melodie eh nicht durch. So, du solltest eigentlich mal deine Gegner studieren. Flohmarkt! Es findet ein Flohmarkt statt. Lass uns doch einfach... Wollen wir da hinfahren mit den Kindern? Oh, das ist super doof, weil eigentlich, wollte ich auf diesem Flohmarkt mit dir gehen, damit wir Geld verdienen. Und das ist jetzt mega doof. Das ist jetzt voll doof. Weil nämlich jetzt ausgerechnet der Flohmarkt ist. Hey, hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Bin am Üben. Hä? Wir können uns doch hier was zu essen holen. Da. Jetzt nehmen wir hier den Veggie-Burger auf. Was war das denn? Das war ja... Oh, du fühlst dich nicht gut. Übelkeit. Haben wir nicht noch Medizin? Warte, dann lassen wir das mal. Haben wir nicht im Kühlschrank noch ein bisschen... Ja, guck mal, da haben wir noch Medizin. So, dann tue ich das da mal rüber und dann nehmen wir einfach mal die Medizin. Und dann sollte es dir eigentlich gleich wieder besser gehen. So. So, jetzt bist du nur angespannt. Dagegen kann man natürlich was machen. Dagegen können wir natürlich was machen. Nämlich ein Schaumbad nehmen. Und, hä, habe ich dir nicht gesagt, du sollst Gegner studieren? Was soll denn das, du?
Da ist irgendjemand gerade zusammengeklappt, weil er müde ist. Hey, ich hab dich doch ins Bett geschickt, Junge. Schlafen. Was soll das? Geh doch einfach ins Bett. Ja, ihr beiden Süßchen, ihr seid so süß. Ganz hell auf das Kinderfernsehen. Also, mich hätte das als Kind, glaube ich, nicht begeistert. Ja, der Papa muss mal wieder ein bisschen reparieren, ne? So, lass mal ein bisschen Analyse üben. Wir reparieren das und üben dann Analyse. Dann sollten wir eigentlich auch die Logikfähigkeit hochkriegen. Guck mal, Kochen haben wir auf Level 10. Ich hätte jetzt mal gerade eben hier keine Lust, hier zu reparieren. So, und wir müssen auf jeden Fall auch noch ein bisschen was wieder zubereiten. Vielleicht ein paar... So. Dann können wir noch ein paar Kekse machen. Und italienische Fleischbällchen. Vielleicht. Lasst euch nicht fressen. Ich habe Angst um meine kleinen Kindies. Ofenkartoffeln und Veggie-Burger. Oh, du gehst jetzt einfach dahin und isst da. Oh nee, du guckst einfach. Ich habe Angst um meine Kinder. Lass uns doch da einfach was essen, wenn die gerade schon was gemacht hat. So, Tim, du isst. Okay. Jobmäßig hast du noch nicht fertig? Machst du fertig? Du auch noch nicht jobmäßig fertig? Machst du auch fertig? Üben wir einfach ein bisschen. So. Du findest das alles dreckig. Kannst eigentlich auch selber sauber machen. Da. Wenn es dir zu dreckig ist, mach selber sauber. Und dann gehen wir noch auf die Toilette. So, du musst nämlich auch... Siehst du, du musst nämlich in einer Stunde zur Arbeit. So, Elsa Bjergsen fragt sich, ob du ihr rüberkommen und abhängen möchtest. Oh, Elsa, wir können eigentlich wirklich mit den Kindern rübergehen. Ja, komm, dann gehen wir mit den Kindern gerade eben drüber. Der Pen, den brauche ich eh nicht mitnehmen. Dann nehme ich halt... Ah, oh, warte, der ist gerade am Analyse... Ach, ich nehme einfach nur die Kinder mit. Dann soll er halt zu Hause selber was machen. Wenn meine Schwester so lieb fragt. Da kann ich ja nicht Nein sagen. Hallo Schwesterherz. Meine Mutti ist wirklich eine Sportskanone. Außerdem kann ich hier auch einfach üben. Dann übe ich halt hier ein bisschen und die Kinder können halt hier hinten spielen. Da, die haben einen mega fetten Spielplatz. Oh, Kamin an. Ah, ich finde das Haus echt schön einfach. Und schon gehen die Kinis draußen spielen. Seneke Belindi. Pandoli Usenet. Smishi Yifana. Aber was ist, wenn wir einfach. Ihr habt doch eine.
Ihr habt doch eine coole Kaffeemaschine. Dann lass uns doch einfach mal zum hier trinken natürlich. Lass uns doch einfach mal so ein runtermachen. Cappuccino. Ich mach mal so ein paar Cappuccino. So, ich mach mir mal Cappuccino. Und erstmal ein Cappuccino. Und dann kann ich. Plauder ich mit euch? Jalik, Mubna. So, plaudere ich mit euch und dann kann ich. So. Solange ihr jetzt nicht gleich rüberkommt, sag ich so, das, was du da meinst, das geht voll nicht. Ne? Meckert die? Ne, die meckert nicht. So. So, ja, guck mal, dann können wir uns. Oh. Hier sitzen und plaudern, genau. So. Mami, ich bin gerade. Mutti! Ich bin direkt zwischen euch. Lasst das bitte. So, dann können die Kinder nämlich so was machen, was sie halt wollen. Ist immer noch dein Kinderzimmer ein Kinderzimmer? Wo ist das? Ach ja, hier hinten. Das ist ja das Zimmer meiner Schwester. Voll süß, voll klein und voll niedlich. Aber die ist ja höchstwahrscheinlich jetzt in das Zimmer gezogen. Hat er mich ich hoffe, ihr flirtet miteinander. Die sieht so groß aus, fast erwachsen. So, was machen denn uns... warte, bei dir? Fähigkeit aufbauen. Geht nicht Logik? Vermacht dies. Fähigkeit aufbauen. Mach mal ein bisschen Fitness. Du kannst dich um dich kümmern und du arbeitest fleißig. So. So mag ich das. Genau. Und ihr seid einfach draußen am Spielen. Das ist super. Einfach mal wieder die Familie besuchen. Das ist ja das, was einfach toll ist. Hä, wo ist denn jetzt meine Schwester hin? Ach, die ist Oma. Oh, das ist so cool. Da kommt dann so hoch und dann geht man hier halt durch den Fitnessraum. Hier erstmal so ein Büro einfach, so, wo man Logik machen kann und dies und das. Dann hier einfach nochmal so ein Fitnessraum, wo man dann einfach seine Fitness macht. Ey, das hätte ich so gerne. Ich würde mich so freuen, wenn ich hier so wohnen würde. Noch so ein mega geiles Bad. Die Fliesen an der Wand sind zwar nicht so schön, aber dann noch hier noch so ein riesen Schlafzimmer, ja? Das ist ein riesen Schlafzimmer. Obwohl, man kommt nach oben eigentlich direkt ins Schlafzimmer. Also hier ist keine Trennwand dazwischen. Ja, also man kommt direkt da so rein. Und dann hat man hier noch eine riesen Terrasse. Oder einen Balkon. Und dann auch hier das Wohnzimmer. Es ist so groß. Ich glaube, ich würde irre werden, wenn ich so viel Platz hätte. Ja, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns erst in einer weiteren Folge. Am nächsten Samstag wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und es ist einfach mal wieder schön, ein bisschen die Familie, in der Nähe der Familie zu sein. Einfach mit der Familie sich zu unterhalten. Unsere Schwester, unserem Vati und unserer Mutti. Und ja, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Und bis dahin, ciao!